So, heute geht's wieder zum Angeln. Ich bin mal wieder der Letzte, der hier auftaucht. Aber ich muss ja auch das Boot holen. So, und was wir damit vorhaben, seht ihr nach dem Intro. So, jetzt haben wir mittlerweile aufgebaut und jetzt heißt es abwarten und hoffen, dass was beißt. Wie gesagt, da seht ihr schon, Paul und Steven sind beide mit da und wir bleiben bis morgen Mittag ungefähr, bis morgen jedenfalls über Nacht hier und hoffen auf 1, 2, 3 Karpfen. Mal sehen. Oder eine Brasse. So, ein Biss hat Steven schon gehabt. Hat schon ein bisschen mehr gezogen, sagt er, wie letztes Jahr. Letztes Jahr war immer so kleine Piepser. Heute ist mal der Swinger abgefallen. Aber leider hat er nicht gehangen. Ist schon ein bisschen eklig denn. Aber wir wissen, der Platz funktioniert. Und ich hab gerade die Rute wieder neu ausgelegt. Und habe gesehen, dass an der Oberfläche viele Weißfische sind. Mal gucken. Vielleicht haben sie ja die Stelle schön angenommen. Und wenn die Karpfen auch da sind, sollten wir vielleicht noch mal einen kriegen. So, auf den ersten verlorenen Karpfen, was? Ja. Was, wie werden Karpfen verloren? Das wissen wir ja gar nicht. Ersten verlorenen Fisch. So, dann wollen wir mal zu meiner Angelstelle fahren. So, letztes Jahr hatte ich hier in der Nähe gefischt. Allerdings, wo ich heute nach einer Stelle gesucht habe, muss da ein Baum reingefallen sein, wo ich letztes Jahr geangelt hatte und auch gefangen hatte. Da liegt ein Baum jetzt drinne und schlammig ist jetzt auch. Also muss man eine Ausweichstelle suchen. Ein schmaler Streifen mit einem harten Boden bei 7. Bei knappe 2 Meter. Tasten wir nochmal ab. Schön mit Blei abtasten. Bleiben wir. So, jetzt höre ich das mal. Da ist meine Boje. So. Der ist schön eingematscht jetzt. Mann, das riecht so geil in der Banane, ey. Könnt das Zeug essen und trinken. So, das wäre es. Das ist schon ganz schön weit abgedriftet. Eine Handvoll Wollis haben wir noch drin.
schmeißen. Oh, ihr hört es ja schön, ne? Schön Krach am See. Kann nur hoffen, dass die nicht über Nacht bleiben, sondern nachher Ruhe haben hier. Jetzt wieder zurück. Wenn wir schön langsam machen, schön gerade, so gerade wie möglich, dass wir keinen Bogen reinmachen. Hallo Steven. Oh, hallo. Wenn er jetzt drin fällt, haben wir schön auf Band. Ja, leider nicht. So, nun zu den Boilies, die ich jetzt verbotenerweise an meiner Route dran habe. Ute hat es mir verboten, dass ich die ranmache. Ich soll die nicht nutzen, weil sie will damit die Karpfen fangen. Es sind ja eigentlich auch ihre. Aber jetzt wollen wir erst mal gucken, was wir hier alles haben. Und zwar, was haben wir Schönes? Ein Aufkleber. Damit können wir den Eimer markieren. Das wird definitiv gleich gemacht. Dann haben wir Freyas Gold. Gelbe, man kann nur sagen goldene und weiße Poppies. Gibt es noch mehr Farben, gibt es auch verschiedene Größen. Ich habe jetzt hier 12er. Im Frühjahr eigentlich gar nicht mal verkehrt. So, dann haben wir flüssiges Gold. Sieht schön goldig aus, wenn man das Lockfutter damit anmischt. Dann haben wir noch Knetpaste, Savage Banane, also alles Bananenaroma, Freyas Gold, mit wiederverschließbaren Zipbeutel, also es trocknet auch nicht aus. Und hier haben wir unser Gold, die Boilies, verschiedene Größe. Ich habe jetzt hier 20er und ich habe noch 16er hier drin. So. Das sind schön hochwertige Boilies mit verschiedenen hochwertigen Mehlen. Getoppt mit Negersaat, man sieht es auch ein bisschen. Und die grobe Struktur sorgt dafür, dass sie unter Wasser sofort anfangen zu arbeiten. So. Und wie ich die am Haken gemacht habe, zeige ich euch gleich. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich meinen Schneemann mache. Und zwar nehme ich hier ein Poppy von Freyas Gold. Eigentlich dürfte ich sie nicht nehmen, aber ihr sagt es bestimmt nicht weiter, dass ich sie genommen habe. So. Nehmen wir als erstes. So, dann nehmen wir, ja, nehmen wir hier eine 20er Murmel. Und ich habe hier noch so ein Tool. Damit bohre ich hier mal so ein bisschen rein. Ihr hört es auf der anderen Stelle, ist viel Krach. Aber ich hoffe, das stört den Fisch nicht. Jetzt haben wir hier so eine kleine Kuhle. So, damit
Der Beulinal geht genau mittig rein. Und zack, haben wir schon mal den ersten Teil. Dann ganz wichtig, ich hoffe, das seht ihr. Nimm mal die Hand vor. Ich habe da noch einen extra Stopper dran über den Haken. Hat den Grund, weil der Poppy, der steht oben und der andere Boily, der würde dann runterfallen, eventuell. Kann sein, muss aber nicht. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich diesen Stopper dran. So. Dann schieben wir das hier schön rauf. So, dann haben wir jetzt hier die Schleife hier oben. Dann müssen wir einen Boily-Stopper nehmen. Ich nehme hier so eine kleine durchsichtigen. Dann fummeln wir hier rauf. Wir spielen da drüben jetzt mit ihrer Pieper. So. Den Stopper nach oben. Und wie ihr seht, ist der Schneemann fertig. Würde denn. Also schön unten auf dem Boden liegen. Und so geht's jetzt raus. Vorher machen wir den noch in den Booster rein. Wie Bananenmilch was. Schon geil. Jo. Bananennektar. Krass. So, machen wir jetzt hier rein. Dann lassen wir den ein bisschen einwirken. So, und dann geht's wieder raus. Routen sind für die Nacht jetzt noch mal scharf. Alles neu ausgelegt, noch mal ein bisschen Futter drauf. Und jetzt hoffen wir und warten auf einen Karpfen. Mal gucken, ein Biss habt ihr ja vorhin, habe ich ja vorhin schon gesagt, habt ihr ja mitgekriegt, dass wir einen Biss hatten. Allerdings hat dieser nicht gehangen. Wieso auch immer. Wer weiß. Aber naja, drücken uns die Daumen. Ich melde mich noch mal vorm Schlafen. Jetzt mal ein kleines Update noch. Wir hauen uns jetzt hin. Jetzt auf dem Abend hat Steven seine Route noch mal kurz gepiept. Vielleicht noch ein Schnurschwimmer oder so. Weiß es nicht. Alle anderen Routen sind bis jetzt immer noch ruhig. Aber mal gucken. Wir sehen uns entweder vor der Matte oder morgen früh. Guten Morgen. Wie ihr mitbekommen habt, war es die Nacht wohl ruhig. Wir haben hier keinen Fisch gefangen jetzt über Nacht. Alle Routen waren soweit ruhig, bis auch bei Steven, da ist wie mal der Swinger rausgefallen, warum auch immer. Das ist die Frage, die große Frage, warum fallen die Dinger einfach raus? Ansonsten kein Zupper, nischt. Ja, das einzige Gute ist, dass sie gar keiner an dem See was gefangen hat. Bis jetzt. Die drüben auch nicht. Aber die waren ja auch bis in der Nacht ewig laut. Und meine Spitze hat gerade gezuppelt. Warum hat die Spitze gerade gezuppelt? Die ist ja eh mal richtig gerade nach unten gegangen. Ja, also mal gucken. Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Fisch vorbei. So, wie eben schon erwähnt, ist ja die eine Spitze leicht runtergegangen und dann wieder hoch. Und das hatte ich jetzt bei beiden Routen, bei der monophilen und bei der geflochtenen. Beide Routen sind doch abgesenkt. Trotzdem war es, dass die Spitze runtergegangen ist und dann gleich wieder hoch. Vielleicht war das auch der Auslöser bei Steven in der Nacht. Bewegung ist ja, seht ihr ja, halt mal hin. Hin.
diese Bewegung noch viel mehr war eigentlich gestern Abend. Auch schon. Aber keiner hier wissen. Gut, vielleicht braucht dieses Gewässer auch einfach ein bisschen länger, bis es aktiv wird hier richtig mit den Karpfen. Wir wissen es nicht. Letztes Jahr, wo wir hier waren, waren wir ja auch im Sommer erst hier. Und da hatten wir ja Glück gehabt, dass wir ein paar schöne Fische fangen konnten. Naja, oder Uta hat uns einen Fluch gesetzt. Also Vikings Freya. Und wir haben ihre Freya-Boilies genommen. Vielleicht hat sie uns einen Fluch auferlegt. Mal gucken. Naja, ein paar Stunden sind wir noch hier. Bis wir dann, wir fangen irgendwann dann langsam an einzupacken. Und vielleicht kommt ja noch ein Einpackfisch. Also Daumen drücken, dass irgendeiner noch weiß. Wir werden mal schnell schauen gehen, ob Paul noch schläft. Komm mal mit. Murmelt noch vor sich hin. Oh, jetzt hätte gleich piepen müssen eigentlich. So, das war jetzt eben ein Gebet an die Karpfengötter. So, wir haben jetzt eingepackt. Sollte wohl dieses Wochenende nicht sein. Außer Steven hatte ihn ein bisschen gehabt, der leider nicht gehangen hat. Wieso, weshalb, warum, auch immer. Paul hatte jetzt früh einen kurzen Piepser. Ja, und das andere hatte ich euch ja erzählt, ne? Meine Stelle von letztes Jahr, es gibt ja zwei Videos von letztes Jahr, wo wir hier waren. Die konnte ich dieses Jahr nicht nehmen, weil da alles schlammig war und ein Baum drin wahrscheinlich. Also musste ich ausweichen. Aber naja, das einzige Positive ist, dass hier wirklich gar keiner an diesem Wochenende was gefangen hat an dem Tümpel. Und vielleicht ist es auch noch zu früh. Müssen wir später nochmal probieren. Also im Sommer probieren wir es auf jeden Fall nochmal ein paar Nächte. Und da muss ich dann wieder fischige Boilies nehmen. Jetzt hatte ich Freya's Gold und Sweet Birdie. Aber mit süßes Zeug hatte ich bisher noch nie so richtig Erfolg gehabt. Also muss wieder tierisches her. So, wir hauen dann ab. So, wollt ihr noch irgendwas sagen? Nö. Alles gesagt. Für alle, die am Wasser sitzen, wünsche ich Tight Lines. Haut was raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.